Xiaomi ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Deshalb möchte man wohl dem eigenen Tochterunternehmen etwas von seinem Erfolg abgeben. Beim Poco M4 Pro handelt es sich darum wohl um ein umgelabeltes Smartphone aus der Xiaomi Redmi Note 11 Reihe. Aber keine Sorge, Xiaomi hat noch genug andere Modelle in dieser Serie, um sie selbst zu veröffentlichen. Ob man hier nur ein ungeliebtes Modell an die Tochter abgeschoben hat oder ob Xiaomi hier auf ein richtiges Filetstück verzichtet, erfahrt ihr im Video. Klein ist dieses Smartphone auf jeden Fall nicht. Man kann es mit dem Samsung Galaxy A32 vergleichen, ist damit auch größer als der Vorgänger, das Poco M3 und auch die meisten Samsung Galaxy A-Geräte. Nur ein Samsung Galaxy A03s ist etwas größer. Das ist aber auch ganz klar, wir haben ja eine Kantenlänge von 163,56 mm. Das Ganze ist nicht gerade klein. Auch sein Gewicht mit 250 Gramm, da ist es auch nochmal schwerer als sein Vorgänger. Trotzdem finde ich, liegt es ganz gut in der Hand. Beim Gewicht könnte man tatsächlich denken, es handelt sich beim Material um Glas oder Metall. Dabei handelt es sich hier ganz einfach um Kunststoff. Beim Design setzt Poco ja immer Akzente, vor allem mit seinem prägnanten Schriftzug. Meist auch durchaus positive, dies kann ich bei diesem Material diesmal nicht so ganz sagen. Es gibt hier so einen rauen Kunststoff, zweckmäßig, aber auch eher etwas langweilig. Auch ungewöhnlich bei diesem Modell im Gegensatz zu anderen Poco-Modellen. Der oben hier abgesetzte Bereich wurde nur farblich abgesetzt und es wurde nicht auf ein anderes Material gesetzt. Die Kamera steht etwas heraus und kann dann auf dem Tisch das Smartphone zum Wackeln bringen. Allerdings muss man sagen, scharfkantig ist hier absolut nichts. Beim Rahmen setzt man dann auf eine etwas andere Oberfläche. Diese hier ist etwas weniger angeraut, trotzdem keinesfalls rutschig. Für mich fasst sich diese aber etwas hochwertiger und angenehmer an als die der Rückseite. Letztendlich erfüllt Design und Haptik seinen Zweck oder wie Poco sagen würde, everything you need, nothing you don't. Apropos, wer noch etwas extra Schutz benötigt, kann das im Lieferumfang enthaltene Case verwenden. Machen wir hier einfach mal kurz den Wackeltest. Die Knöpfe sitzen fest im Gehäuse. Für ein haptisches Feedback hier beim Smartphone sorgt übrigens ein X-Achsen-Vibrationsmotor, der sonst auch in teuren Smartphones verbaut ist. Unten findet ihr dann hier einen Teil des Lautsprecherduos und das macht auch wirklich Spaß, besonders weil man es eben wirklich laut aufdrehen kann und trotzdem noch gut klingt. Außerdem gibt es hier einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss und einen USB 2.0 Anschluss im Type-C Design. Hiermit könnt ihr Daten übertragen, aber auch den Akku laden. Der hat übrigens in dieser Preisklasse durchschnittliche 5000 mAh. Man braucht sich also keine Gedanken mehr machen über einen leeren Akku nach einem Tag ohne Aufladen. Allerdings muss man dazu sagen, dass andere Smartphones mit 5000 mAh Akku durchaus schon etwas länger halten. Sollte es dann mal doch leer sein, ist das Smartphone allerdings schnell wieder geladen. Unterstützt wird ein Laden mit bis zu 33 Watt Fast Charging. Das passende 33 Watt Netzteil liegt sogar bei. Und das ist jetzt gar nicht mal so selbstverständlich, wie es sich anhört. Damit kann das Smartphone dann in etwas über einer Stunde vollgeladen werden, wesentlich schneller als viele andere Geräte dieser Preisklasse. Der interne Speicher dieses Smartphones beträgt entweder 128 GB Speicher, dann habt ihr gleich 6 GB RAM, oder ihr entscheidet euch für die kleinere Variante mit 64 GB. Dann habt ihr 4 GB RAM. In beiden Fällen handelt es sich übrigens um schnelleren UFS 2.2 Speicher. Das ist auch übrigens nicht ganz selbstverständlich. Außerdem lässt sich eben bei beiden Varianten des Poco M4 Pro hier an der Seite noch der interne Speicher um bis zu 1 Terabyte erweitern mit einer MicroSD. Allerdings lassen sich dort wirklich nur Mediendateien ablegen, keine Apps und das Ganze kann auch nicht als interner Speicher formatiert werden. Dann muss man schon zur größeren Variante greifen. Außerdem ist es so, dass es sich hierbei um einen Hybrid-Slot handelt. Das heißt, ihr könnt also nicht zwei SIM-Karten gleichzeitig mit einer MicroSD verwenden. Übrigens haben beide Nano-SIM-Slots die Möglichkeit, 5G zu verwenden. Vielleicht braucht dann der ein oder andere zwei Aluhüte für unterschiedliche Netzanbieter. Sogar eine Infrarot-Schnittstelle gibt es. Diese findet ihr hier oben neben dem zweiten Teil des Lautsprechers. Außerdem gibt es noch ein Mikrofon.
Mit der Infrarotschnittstelle könnt ihr dann das Smartphone als Universalfernbedienung nehmen. Außerdem gibt es noch ein UKW-Radio. WLAN-AC gibt es auch, genauso wie NFC, was ja bei einem globalen Smartphone besonders wichtig ist. Wer mein Video vom Poco M3 gesehen hat, weiß, dass ich eine Schwäche habe für Pocos Gelb. Die Farbe heißt übrigens wirklich so. Diese Farbe müssen wir uns ein weiteres Mal wieder nur vorstellen. Von mir gibt es dafür übrigens einen Kaufbefehl. Weiterhin. Für die Unbelehrbaren, ihr könnt das Smartphone natürlich weiterhin auch kaufen. Zum Beispiel in dieser Farbe hier Cool Blue oder noch uncooler in Power Black. Aber tut mir einen Gefallen und nehmt das Gelb. Wie auch bei Xiaomi kommt beim Poco M4 Pro 5G die MIUI-Oberfläche zum Einsatz. Hier in der Version 12.5.3 in einer für Poco-Version. Diese Nummerierung bedeutet aber nicht, dass hier Android 12 vorinstalliert ist, keinesfalls. Die Grundlage ist hier leider noch Android 11. Auch bei den Sicherheitsupdates ist noch Luft nach oben. Hier ist eines vom November 2021 installiert und wir haben ja schon Februar. Wer sich wundert, warum hier nach dem Entsperren so wenige Apps vorinstalliert und auf dem Homescreen zu finden sind. Nein, die sind auch nicht hier versteckt. Die habe ich tatsächlich alle deinstalliert und das ist das Schöne, denn dieses Smartphone bietet leider vergleichsweise viele Werbe-Apps. Aber das Schöne ist, das Ganze lässt sich entweder hier per länger tippen deinstallieren oder wenn ihr hier länger tippt, dann könnt ihr Apps auswählen und dann auf Deinstallieren tippen. Und das nicht nur mit einer App, sondern mit ganz vielen. Natürlich ist nicht alles Werbung, es sind auch einige praktische Sachen da. Aber zur Not könnt ihr diese Apps auch jederzeit wieder nachinstallieren. Außerdem handelt es sich bei den meisten Anwendungen, die hier auf dem Homebildschirm liegen, nur um Verknüpfungen. Diese könnt ihr euch dann über die Einstellungen wieder zurückholen. Klar ist allerdings auch, man hat immer noch mehr Apps drauf wie bei so einem entkernten iPhone. Dafür lassen sich diese Apps dann auch wesentlich komfortabler hier auf dem Poco dann deinstallieren. Außerdem ist wirklich das Schöne, dass wir endlich mal nur einen Browser installiert haben dann am Ende. Die meisten Smartphones haben ja dann standardmäßig immer zwei drauf. Leider gibt es dann immer noch bei manchen Apps, dass einem dann Werbung begegnet. Da kann man sich dann wirklich nur aushelfen, indem man diese App dann nicht verwendet und auf andere Apps zurückgreift. Hierbei handelt es sich nämlich zum Beispiel bei dieser Videos-App nur um einen Videoplayer für YouTube-Videos oder wenn ihr eure lokalen Videos abspielen wollt. Also ja, aber da ist es tatsächlich eben so, dass da wirklich mal Werbung auftaucht. Das ist der Preis, den man wohl zahlen muss für solch ein günstiges Smartphone. Apropos iPhone, hier ist es tatsächlich so, dass man sich etwas an der Bedienung orientiert hat. Das heißt, wenn ihr hier rechts runterwischt, dann bekommt ihr diese Schnelleinstellungen. Wenn ihr links runterwischt, kommt ihr hier auf diese Benachrichtigung. Es gibt hier, wie bei Android üblich, diesen App-Drawer. Da hat man sich wohl schon an die globalen Verhältnisse, so wie die Versionen, die außerhalb von Chinas verkauft werden, ja genannt werden, angepasst und hat hier diesen App-Drawer standardmäßig aktiviert. Das geht bei Xiaomi-Smartphones auch. Schande über mich beim letzten Video. Aber das Ganze lässt sich auch deaktivieren. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, alle Apps wirklich auf dem Bildschirm geschmissen haben, ohne diesen App-Drawer hier zu verwenden. Ansonsten ist die Performance Mittelklasse typisch ganz gut, ganz in Ordnung. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Dies wird zum einen am Prozessor liegen, dem MediaTek Dimensity 810. Es handelt sich um einen Nachfolger der 700er Serie, die auch im A22 5G verbaut ist. Und da ist es so, da hat sich bei der Leistung nochmal ein bisschen was getan, aber auch nicht ganz so viel. Aber das Schöne ist, auch unter Volldampf wird dieses Smartphone hier nicht warm. Nichts für mich, ich habe ja eigentlich immer kalte Hände. Natürlich geht das Ganze hier bei der Geschwindigkeit noch etwas besser. Da muss man dann eben in die größere Version wie ich investieren. Allerdings gibt es sowieso schon immer die Möglichkeit, dass das System den Arbeitsspeicher um 2 GB aufstockt. Dafür greift man auf den internen Speicher zurück. Das haben ja mittlerweile viele Smartphones so im Angebot. Natürlich ist es hier auch zuträglich, dass hier ein 90 Hertz Display verbaut wird. Das lässt die ganzen Animationen dann nochmal flüssiger aussehen. Gerade ich bin ein sehr großer Fan dieser Flugzeuganimation. Dabei wollten wir doch alle doch weniger fliegen.
Ein AMOLED ist das Ganze übrigens nicht, dafür aber ein 6,6 Zoll LCD mit sehr scharfen 2400x1080 Pixeln, also Full HD Plus. Das bietet zwar eben nicht ganz so gute Schwarzwerte, dafür eine sehr natürliche Darstellung. Ich bin ehrlich, ich mag AMOLED lieber, aber das ist schon ein sehr gutes LCD. Allerdings muss man hier dann auf eine Always-On-Funktion verzichten. Außerdem lässt sich das Smartphone ganz gut hell drehen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn jetzt ihr den Automatikmodus ausgewählt habt und die Sonne hier voll auf das Smartphone knallt, dann wird das Ganze auch noch mal ein bisschen heller. Hier drehen allerdings Top-Modelle dann im wahrsten Sinne des Wortes noch etwas mehr auf. LCD-typisch wird das Display dann zum Rand und auch hier so um die Kamera außen rum etwas dunkler. Das kann man jetzt hier eben bei weißen Hintergründen sehen, aber das ist völlig normal und sieht hier auch nicht irgendwie schlimm und böse aus. Ansonsten habt ihr hier an der Seite noch euren Fingerabdrucksensor, den ihr auch zum Entsperren des Gerätes nehmen könnt. Bei der Kamera scheint man endlich auch mal Prioritäten zu setzen, auch wenn hier die Rückseite aussieht, als ob hier 5 Linsen verbaut sind. Doch wir haben hier nur eine Dual-Kamera aus Hauptkamera und Ultraweitwinkel. Rest in Peace, lieber Makro- und Tiefensensor, aber niemand wird euch vermissen. Dies ist zur Abwechslung doch mal ein gutes Zeichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und hier bestmöglich abzuliefern, zumindest auf dem Papier. Die Hauptkamera bietet 50 Megapixel und eine 1,8er Blende. Die Bilder müssen aber nicht in der vollen Auflösung geschossen werden. Standardmäßig werden diese mit ca. 12 Megapixeln gemacht. Ja, 50 Megapixel lässt sich da schlecht aufteilen, irgendwie 12,5 oder so im Kopf gerechnet, würde ich mal sagen. Nee, Quatsch, war der Taschenrechner. Ehrlich gesagt hätte ich mir von dieser 50 Megapixel Linse noch etwas mehr erhofft. Die volle Auflösung könnt ihr übrigens hier einschalten. Da ist es dann halt natürlich auch möglich, Bilder dann auch nochmal etwas ranzuzoomen, womit das Ganze nochmal etwas schärfer aussieht. Die Bilder wirken leider etwas oft blass und die Details gehen verloren, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das gilt natürlich besonders auch bei Bildern bei Nacht. Hier kommt dann auch noch Rauschen hinzu, aber wir haben hier eben auch kein Oberklasse-Smartphone. Für diese Preisklasse bekommt ihr aber relativ viele Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ihr hier nicht fündig werdet, könnt ihr auch hier einfach mal schauen unter diesem Menüpunkt. Hier seht ihr noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten, die ihr vornehmen könnt. Da seht ihr auch eben den Nachtmodus, bei dem ihr bei Nacht auch noch mal etwas mehr herausholen könnt. Ansonsten könnt ihr mit dieser Hauptkamera auch Videos aufzeichnen und zwar mit 1080p und bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Es gibt aber auch eine Superzeitlupe und Zeitrafferfunktion. Während viele Modelle dank Tiefenkamera und Makrokamera komplett darauf verzichten müssen, feiert sie hier ihr Comeback. Die Rede ist von der Ultraweitwinkelkamera und ich kann es nur noch mal sagen, ich bin wirklich froh darüber. Die Bilder sehen wirklich sehr ordentlich aus, falls es zu Verzerrungen kommen sollte. Dazu gibt es eine Einstellung. Schalten wir doch auch noch mal schnell zur Frontkamera. Die bietet 16 Megapixel und eine 2,4,5er Blende. Die Zeiten sind dann tatsächlich vorbei, auch in der Einsteigerklasse von verwaschenen Selfies. Allerdings muss ich dazu sagen, ich glaube, auch die Zeit von Selfies ist mittlerweile vorbei. Aber bei einer Videokonferenz wird sich jeder freuen, der hier eine ordentliche Kameraqualität hat. Natürlich auch noch gute Internetverbindung vorausgesetzt. Everything you need, nothing you don't. Und wenn man sich das Smartphone so mal anschaut, dann kann man das eben schon sehen, wo hier die Prioritäten liegen bei Poco. Weniger eben bei den Materialien, mehr bei der Technik. Dies wird eben besonders dieses Jahr sichtbar. Die Kunststoffrückseite ist jetzt nicht so mein Fall. Die Verarbeitung und die Farben, vor allem das Gelb, dafür umso mehr. Doch es stehen noch andere Eigenschaften auf der Habenseite. 90 Hertz Display, NFC, 5G, Dual Lautsprecher, Laden mit 33 Watt Fast Charging und damit wirklich auch faster als viele andere. Auch die Kamera muss ich loben, die Fokussierung hier auf die zwei Linsen und vor allem eben die Ultraweitwinkelkamera bringen auf jeden Fall einen Mehrwert.
Trotzdem hätte ich von dieser Kamera noch etwas mehr erwartet. Schlecht ist sie aber natürlich auf keinen Fall. Und wer zwei SIM-Karten und die Speichererweiterung gleichzeitig nutzen möchte, sollte sich lieber für die Version mit dem größeren Speicher oder für ein anderes Smartphone entscheiden. Hier kämen zum Beispiel das Samsung Galaxy A22 4G in Frage, welches zusätzlich noch mit AMOLED kommt und etwas handlicher ist, aber langsamer lädt und eine schlechtere Performance bietet. Auch das Xiaomi Redmi Note 10S kann ich nur empfehlen. Hier muss man eigentlich nur auf 5G verzichten, also das ist so lange gültig, solange ich die Nachfolger noch nicht testen konnte. Praktischerweise gibt es von beiden Geräten hier auch einen Test auf diesem Kanal, als hätte ich mir das Ganze ausgedacht. Sollten euch die Videos auf unserem Kanal wirklich nicht ausreichen für eine Kaufentscheidung, kein Problem, ihr könnt auch bei uns persönlich vorbeischauen in Kaufering oder Schwabmünchen in Oberbayern oder Schwaben. Wo das Ganze liegt, könnt ihr rausfinden, wenn ihr mal schaut bei tcs24.de. Außerdem kann ich euch nur empfehlen, auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und dabei natürlich nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bei uns auf Instagram mal vorbeischaut und wenn ihr uns bei Facebook ein Like gebt. Und dann war es das schon wieder für heute. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Anregungen oder das Smartphone sogar bestellen wollt, kein Problem, sendet doch einfach eine WhatsApp an die unten eingeblendete Nummer oder schickt eine E-Mail an info@tcs24.de. Ja, und dann war es das jetzt tatsächlich schon wieder von mir und mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.